Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge vom Road to Italy Projekt. Ich versuche gerade die Geisel hier zu finden. Auf jeden Fall sehen wir Ränge. Das ist schon mal ganz interessant. Und wir werden jetzt wahrscheinlich nochmal einen kurzen Timeout haben oder einen Technical Timeout wegen dem Gegner. Genau. Tatsächlich, dieser Gelbe aus dem Gegnerteam, der war gerade in der vorherigen Runde. War in der vorherigen Runde mit dabei. Der war in meinem Team, der war einfach super tilted. Darum hoffe ich, dass er jetzt auch tilted ist, weil dann spielen wir quasi in 5 gegen 4. Und was vielleicht auch relevant ist, auf der T-Seite stand er eigentlich immer bei den Geiseln. Und der hat die Comments gebottet, der Lugang. Mit 300 irgendwas werden das wahrscheinlich auch alle sein. So von dem hier ist, glaube ich, wohl noch. Wie sieht es bei mir aus? Ja, auch halbwegs ausgeglichen. Wer ist, wenn die sich in Discord oder in Teamspeak suchen oder Skype oder was kann man noch nehmen? Hier über Steam jemanden anrufen. Das ist auch so eine ganz wilde Funktion. Okay, so, jetzt wird sofort losgehen. Sind wir mal gespannt, wie das Ganze läuft. By the way, Yellow on the enemy team was in my game before this, and he was very tilted. So maybe we play 5v4. Strong player? Toxic. Schön. Noch einer? Das ist ein bisschen ärgerlich gelaufen. Ich habe leider zu spät realisiert, dass da noch einer ist. Ich wollte nämlich einmal zur anderen Seite hingucken. Ist? Ich habe leider vorher ein bisschen schlecht geschossen. Hände sind auch wieder eiskalt, ey. Wird richtig das Gefühl. Auf jeden Fall schon mal gut, dass der Gelbe gestorben ist, ohne dass er irgendwas gemacht hat. Ja, das ist psychologische Kriegsführung hier. Ich sehe das nicht oft, dass ich gegen die gleichen Leute nochmal spiele. Aber wie da ist das echt cool zu wissen eigentlich. Nice, good job. Let's go. Guys, where are you from? Germany, I guess. Germany. Germany. Nice. Der Lugang. Ist von Germany. Gelb theoretisch da oben guckt. Sorry. Ist alles clear. Absache. Lenny, du. Abs. Two apps. Ach, fuck. Ich muss halt leider schießen, weil der mich gesehen haben muss.
Auch wenn er nicht direkt reagiert hat, er muss mich gesehen haben. Nein, und das ist der Typ hier, der sonst tiltet war. Das ist nicht gut, wenn er hier Bestätigung bekommt. Sehr gut. Ach Mann, ich habe mich so gefreut, dass wir da komplett durchgehen konnten. Wir hatten einen sehr guten Flank. Wir hätten ein Sekündchen noch warten sollen. Wir hatten ja die Info, dass hier in Apps drin sind. Zwei Stück. Muss eigentlich an der anderen Geisel sein. Wenn er halt nicht am Saven ist. Na, jetzt hat er die andere Geisel genommen. Ist halt die Frage, ob der oben oder unten lang geht. Das war halt auch ehrlicherweise ein bisschen dumm von unserem Mate. Das ist halt ein bisschen Coinflip, wo kommt der Gegner, links oder rechts? Ist halt sehr riskant, wenn er so nach links piekt, er dann von rechts einfach geholt werden kann. Also das war ein wilder Spray und wahrscheinlich haben die einzelnen Schüsse auch nicht viel Schaden gemacht durch den Mülleimer dadurch. Aber es hat geklappt. Das Wichtige. Und wir probieren mal die Pro 90. Wir hätten kein Geld für eine AK. Abik. Aua. Headshot into body hit. Unser Grüner ist mit dem irgendwie Verbindungsproblem oder so, was weiß ich. Es ist halt ärgerlich, dass wir den Richtung Market nicht gekillt bekommen haben. Seht ihr ihn nicht? Ist aber auch ein Bonobo, dass er eben nicht einfach ein Messer hat. Ist natürlich auch ein bisschen risikoreich, muss man fairerweise dazu sagen. Ärgerlich, dass wir überall umgefallen sind und mit der Person, dass ich die nicht getötet bekommen habe, hätte ich mir mal eine Galol gekauft. Let's go. Sehr schön. Können wir einmal ein bisschen hier carryen fürs Team. Sehr schön. Bevor ich die umsonst gelegt habe, ist es so auf jeden Fall besser. Immerhin habe ich noch einen getradet. War ziemlich gut. Market up. Careful mit. Schön. Little one more.
Shield. Sehr schön. Wie gesagt, eben sehr, sehr wichtig, dass sie wenigstens den Trade Kill da rausbekommen. Es war auch schon sehr, sehr lucky überhaupt. Wäre halt echt schön gewesen, wenn die Ave da nicht gewesen wäre, dann hätte ich entweder nochmal zurückgehen können oder vielleicht bei einem neuen Peak oder so dann nochmal Schaden drauf machen können. Aber ich sag mal, so hat es ja auch geklappt. Sehr, sehr schön. Okay. Ich meine, der Orangene hat nicht Unrecht, ne? Also wir müssen ja eigentlich ein bisschen campen. Ziehe ich mich mal ein bisschen zurück. Außerdem kam da Nades geflogen. Ich weiß auch ehrlicherweise nicht, wie ich nur 4 AP verloren habe. War gerade kurz verwirrt, ob der Durchgang vor oder hinter dieser Box ist. Schön. Mit. Ärgerlich. Au. Holy. Hat er ordentlich mit der Scout reingehauen. Ja, der wird immer saven. Also bitter, dass wir ihm nur 81 mitgeben. Aber immerhin zwingt ihn das zu saven. Ich meine, dass er vorher nicht schon für ein Save gegangen ist. Danke, ja. Auch schon Wunder. At least to market. Ich gehe wieder hier hin. Wenn ich Grün gerade ein bisschen alleine da lasse. Das heißt, sie können hier hinkommen. Ich glaube, ich habe noch einen lang gehört. One more long? He's close to you, Orange? Yeah, yeah. One more. Nice, good job. Let's go. Ah, der hat hier auch böse kassiert mit dem Headshot. Hat er wohl gehört. Hat er bestätigt. Ich glaube, ich sollte nicht mehr unbedingt für den Peak da Richtung Market gehen. Ich sag mal, ich konnte bis dato immer mal so ein, zwei Schüsse hitten. Wenn natürlich ein Headshot da mit bei wäre, wäre das geil. Aber es ist halt auch sehr riskant. Aber einmal geht noch. Dann baitest du meistens noch mindestens eine Granate raus. One stairs and one going to mid. Under big going.
Jetzt kann ich, wie es besser da callen soll, ne? Schön. Ich dachte kurz, er will da offen die Nate werfen zu ihm. Warum macht er jetzt, warum ist er jetzt eigentlich Topfragger bei denen? Also bei uns war der gerade eben ein Bottomfragger. Muss man noch den Mate Nature mitgeben? Ja, schön. Haben wir ihn mitgenommen? Kann ich mich irgendwie gar nicht mehr dran erinnern. Ah ja, stimmt, der unten durchgelaufen ist. Den habe ich noch getötet und dann der Gelbe von den Gegnern, der hat mich dann von den Treppen da geholt. Ist ja der Kopf sagt, ich sollte nicht pieken. To market? Wird hier vorne nicht stehen, weil wenn die da nicht gut pieken können, ist das schlecht für mich, weil die mich dann leicht holen können. Außerdem, hier habe ich einen guten Rückzugsort. Da sollte auf jeden Fall gucken, dass er Grün da ein bisschen unterstützt. Sonst können die Grün da leicht wegholen. Schön. Ich weiß ja nicht, ob theoretisch einer von rechts hier kommen kann. Theoretisch orange. Ehrlich, dass ich da natürlich nicht dahin gucke. Sehr schön. Ja, das war jetzt ein bisschen unlucky vom Timing her, dass unser Orangenader natürlich geholt wurde, während ich nach rechts geguckt habe. Ich glaube, jetzt sollte ich schon wieder einen etwas besseren Spawn haben zum Pieken. Ich werde das jetzt auch die letzten drei Runden durchziehen. Vielleicht mit der Aave wird das besser funktionieren. Вино. What the fuck? Oh, letzte. Oder war der auch noch vielleicht Richtung Market? Das war der dann wahrscheinlich, weil ich meine nämlich, als die Aave ihn hier getötet hat, dass wir zwei da gesehen haben. Хочешь, Сашка, Phoenix поиграть? Сашка? Genau, und ich wusste nicht, ob er die zweite Person da auch geholt hat, aber dann wird er das wahrscheinlich gewesen sein. Ich glaube, diesmal habe ich eigentlich einen schlechteren Spawn. Haben wir leider schon verloren. Mit?
ärgerlich, dass er da so ein Sekündchen zu spät tradet. Aber ich habe ihn auch gehört, also das hätte ich besser machen können. Schuss muss jetzt sitzen. Nice. Was, du Bots? Ein sehr schöner Schuss von ihm. Auch wenn es natürlich sehr gelackt war mit dem No-Scope. Aber das sind solche Momente, da weiß man einfach, oder? Das fühlt man. Smoke ist sehr bescheiden. Aber ich believe da, dass er das schafft. Sehr, sehr ärgerlich. Wenn er ihn ein bisschen früher trifft oder tötet, dann kann er auf den anderen gehen. Und wir probieren es mal mit Aave. Jetzt sehr riskant, weil ich sehr spät hier auch erst bin. Schön. Da он, Сашка. Wein. Big Stairs coming. Ice cream? Yeah. Nice, good job. Let's go. Das hat mit der AWE erstaunlich gut geklappt. Natürlich haben wir mit der AWE nicht so das große Problem, dass wir den in Market nicht sehen. Wir haben ja dann den großen Vorteil, dass wir da ein bisschen reingezoomt sind. Natürlich der Richtung Mitte, der war absolut reingelackt. Also ich habe schon versucht, ihn zu treffen, so ist nicht. Shit, ich habe ein bisschen gehofft, dass irgendwer da noch mitschießt oder dass irgendwer da close ist. Ich bin da ein bisschen zu weit reingegangen. Ist halt auch ärgerlich, dass ich da von der Nate so gut getroffen werde. Hat mir minus 40 gegeben. Wobei, anyways, wären wir tot gewesen, weil er uns einen Headshot zum Ende hin gegeben hat. Aber das war schon ein kleiner Tilter. Da bin ich ehrlich. Kaufen oder was? Sascha, kupi Flaschku, у тебя денег побольше, одну. Wir können zumindest eine 5.7 kaufen. Ist schon ein bisschen besser als einfach nur mit einer P2000. Ich habe leider gegen den Türrahmen da geschossen. Sonst hätte ich ihn realistisch gesehen sogar töten können. Ich meine, hätte wahrscheinlich nichts an der Runde geändert. Aber wenn noch mal eine Waffe von ihm wegnehmen, vielleicht kann man dann mit der Waffe noch jemanden mit rausnehmen. Aber egal, jetzt haben wir Waffen. Ich werde mir auch mit dem Helm kaufen. Aufgrund dessen, dass ich denke, dass sie vielleicht noch mit der einen oder anderen MP rumlaufen oder sei es auch nur eine Galil. Alright. Smoke.
Upper dead. Maybe down. Er mit. Middle. Ich hab gehofft, dass ich ihn töten kann. Aber der hat mich leider zuerst erwischt. Seid echt sehr bitter. Schön. 2 gegen 2, sehr gut machbar. Nee, natürlich Schrotflinte da drin spielen, dann ist Rüstung oder ein Helm vielleicht so oder so nicht verkehrt. Wobei, bei einer Shotgun ist das eh immer so ein bisschen RNG, ob die dir in 1 gibt. Oder ob man so 100 Schüsse braucht. Sehr schön, nochmal ein Upgrade zur AK. Natürlich ein bisschen geiler, weil wenn man deinen Kopf schießt, ist die Person nach einem Schuss schon tot. Kein Unterschied, ob die sich hier einen Helm gekauft haben oder nicht. Schön. Also natürlich auch gut für die Geisel gehen. Sehr schön. Stimmt, das war noch die Schrotflinte, die gelebt hat. Ist ein bisschen riskant, dass ich jetzt ohne den Helm losgehe. Aber naja, was willst du machen? Kannst du machen nix, musst du gucken zu. Gucken wir mal, ob wir hier vom Market aus irgendwie einen Kill vielleicht bekommen. Ach man, Apps. Und ich habe überlegt, da hinzugucken, dann dachte ich, aber so schnell kann der doch bestimmt nicht sein. Ist bitter. Aber egal. Nichts, womit man nicht arbeiten kann. Maybe in smoke. Close middle. Und dann gibt er mir da den Headshot. Ich wollte halt gerne da links runter einmal ihn töten. Aber dass er da den perfekten Counter-Strafe macht, um mir den Headshot zu geben, ist sehr, sehr belastend. Aber wichtig, ihn töten. Der, der vielleicht am Tilten ist. Gucken wir mal, dass wir mit der AUG spielen, dann haben wir zumindest so ein kleines Scope. Wir unterstützen mal Orange hier. Eigentlich würde ich gerne Richtung Lang gehen und da die Dings besser benutzen. Etwa böse. Under ice cream one. Под низом. Mid выйдет. Thank you.
2 in 1. Заходи, я попробую прикрыть. Вино? Mann. Ich wollte eigentlich Zeit kaufen, dass unsere Mates da schon weiter mit der Geise sein können. Sehr schön. Immerhin konnten wir einen Kill da mitnehmen. Ist nicht optimal, aber besser als nichts, ne? Besser als nix. Ich meine, das hätte vielleicht die entscheidende Person sein können, die am Ende des Tages die Runde uns vereitelt. Also, bin ich nicht böse drum, dass ich ihn gekillt habe, ne? Dass es jetzt so vielleicht rüberkommt. AVP up. Big stairs, AVP. Warum haben die denn zwei AWPs? Ich meine, das kann unter Umständen gut für unser Mate sein. Oder halt auch leider nicht. Na, da keine AWP hat, dann töte ich ihn. Эффективно и на минуте 20. А вы постреляете с нами. Стример этот ебучий пчелки. Это стример? Комментатор. На минуте 20. Hätte die Ava nicht in der Hand nehmen sollen. Wenn ich die Negev nicht in der Hand nehme, dann bin ich nicht so langsam und bin um Ecke gelaufen. Und dann kann ich mit meinen Mates arbeiten. Ich gehe jetzt meinen Plan nach, dass ich rechts lang gehe, über lang, dass ich da vielleicht mit der Auge einen Kill bekommen darf. Wie keiner. Wegen Apps ein bisschen Angst. Haben müssen. I'm low HP. I don't know where is last. Last one was long. Okay. Wine. Da habe ich nicht gesehen, dass er da schon rübergelaufen ist. Ich muss sprinten.
Hat leider 17 HP von seinem Spray vorher. Ah, jetzt habe ich einen Step gemacht. Wird eh darauf hinauslaufen, dass er... oder auf einen Kill. Ich mache es. Guys, go on, Mariko. Wenn er mir da vorher nicht so viel Damage macht, dann könnte ich da nämlich durchlaufen, wenn ich da die Info bekomme. Wäre wahrscheinlich sogar eine Standard 5.7 MP9 kaufen sollen. Konnte ich direkt traden. Leider ein Sekündchen zu spät, aber egal. Und da zwei Kills wieder gegengeholt. Wir haben eine M4, eine Farmers, eine Negev. Sehr schön, er hat den Aveschuss gemisst. Schade, das bauen. Das bauen wird. Er war da leider stuck. Das ist schön gewesen. Wenn er den Molly nicht geworfen hätte, wäre seine Position noch unbekannt. Ich glaube, die hätten nicht gewusst, dass er da ist. Finde ich auch nicht verkehrt, dass er da zumindest mal guckt. Aber seid ihr jetzt mal ohne Scheiße. Wann macht die Geisel den Sound, wenn man Dingsbums macht? Wenn man ein Messer in der Hand hat und am Gehen ist. Ja, das kenne ich ja echt gar nicht. Dieses Blät. Oder habe ich... Okay. 75 in 3 gebe ich ihm. Aber wenn ich ihn da töte und auch lebe, es wäre so Wunderbärchen. Ja, da haben die jetzt wieder eine Arbe gesaved. Ist echt so super ärgerlich, ne? Die ganze Runde sieht so anders aus. Mann, und wenn ich da nicht noch am Link gehen bin. Ich muss mich ja unbedingt noch bewegen. Vielleicht sollte ich auch einfach probieren, über Apps zu öffnen sonst. Ist die Frage, ob man sonst mal versucht, eine AWG zu kaufen. Wir haben einen fetten Loss-Bonus. Die nächste Runde ist die entscheidende Runde. Ich sollte schon smart spielen, dass ich... sollte ihm immer eine Waffe legen. Das wäre sonst ein bisschen zu selbstsüchtig, da eine Arbe zu kaufen. Es kann gut gehen, muss aber nicht. Dass er mich da wegmacht, statt einfach weiter nach rechts zu pieken, ne? So ärgerlich. Die letzten beiden Runden einfach gar nichts machen können. Ah, leider ein Unentschieden. Ach, Mann.
Und er ist AFK. Ich hätte ihm... Nee, das war ein anderer, ne? Habe ich ihm gelegt? Ich habe ihm die M4 gelegt. Ach, Mann. Dann hätte ich echt für eine Awe gehen können. FM4. JMK. JMK. Viele raffen das ja gar nicht, wenn die AFK sind, dass sie eine Waffe bekommen haben. Da haben wir ihm einmal gesagt. Ich meine, es müsste schon eigentlich ein Wunder passieren, wenn er das hier noch klatscht. Ja. Sehr, sehr ärgerlich. GG. Sehr, sehr ärgerlich, dass das nicht geklappt hat. Aber naja, was will man machen? Zumindest sind wir noch. Oh, wir haben sogar einen Uprank bekommen. Let's go. Cool. Sind auf dem ersten Platz. Uprank bekommen. Was will man mehr? Natürlich ein Win wäre cool gewesen. Aber das sind die besten Runden eigentlich, die so schön knapp sind. Wie gesagt, einfach die letzten beiden Runden super ärgerlich. Einfach nur kassiert. Aber ne, ja. Egal. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und ich würde einfach mal Italy damit dann abschließen, weil wir einen Uprank bekommen haben. Was will man mehr? In dem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.